Hallo YouTube, herzlich willkommen zurück bei Clanfolk. Da unten wuselt's. Ein Teil des Berges ist eingestürzt, wie ihr seht. Wir zoomen jetzt mal ein bisschen ran, damit ihr auch wisst, warum das Ganze so ist. Ja, ich habe angefangen, den Berg hier wegzuhacken, weil ich den gerne als Grundriss für meine Hütte nehmen wollte oder für mein erstes Haus oder wie auch immer. Ich habe ein bisschen viel weggemacht, da hätten wir auch einfach eine Hütte irgendwo hinbauen können. Aber naja, was soll's. Wir haben eine ganze Menge freigeschaltet. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Spielfortschritt ist schneller wie in der Demo. Wir haben auch 99 Aufgaben in der Aufgabenliste, davon alleine 68 Transportaufgaben, die immer ganz unten sind quasi. Ich hatte euch gesagt in der ersten Folge, macht da nicht zu viel rein. Jetzt habe ich den Fehler selber wieder gemacht. Aber egal, wir planen jetzt mal voraus, dann wird den Jungs ja auch nicht weiter, nicht langweilig. Und zwar können wir jetzt hier auf Bau gehen. Wir können jetzt entweder Lehmwände bauen mit einer geringen Flammbarkeit. Dafür braucht man 25 Lehm, 5 Äste und 10 Stroh. Oder Felswände, dafür braucht man 25 Lehm und 1 Fels. 15 Arbeitszeit, 10 Arbeitszeit. Gering. Flammbarkeit keine. Ich würde fast sagen, weil ansonsten stehen jetzt hier keine Negativmerkmale oder irgendwas. Wir nehmen die Felswand, weil es braucht weniger Ressourcen. Fels haben wir genug. Und sagen jetzt im Prinzip, indem wir das hier vorplanen, das hier soll erstmal der Grundriss unserer Hütte werden. Ich würde vielleicht sogar hier noch so ein Ticken verlängern. Da. Und dann hier noch einmal quer. Das ist jetzt alles in Planung und die würden jetzt dann halt bei Gelegenheit, sobald einer frei ist, da anfangen mit das zu bauen. Dann machen wir Fenster und Türen. Bis jetzt gibt es halt nur die Strohtür. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Die bauen wir jetzt mal hier einfach ziemlich in der Mitte ein. Ja, und dann fangen die Herrschaften an, unser Häuschen hier zu bauen. Achso, jetzt stemmt die Wände ja auch noch weg. Okay, YouTube, ihr habt gerade gesehen, wie man es nicht macht. Zwar fängt er hier jetzt schon an, Wände zu bauen, aber die kloppen jetzt hier die Wände weg. Die hätte ich jetzt theoretisch ja stehen lassen können. Die hätten also auch an die Felswand einfach angeschlossen. Ja, das hätte ich mir sparen können. Aber ihr seht, niemand ist perfekt. Wir sind übrigens am Tag 2. Ich hatte mich ja bei der ersten Folge nach Tag 1 verabschiedet. Und ja, hier rechts können wir sehen, was sie gerne hätten. Also die hätten jetzt gerne eine Schlafmatte. Das würde ich dann in Angriff nehmen, sobald der Grundriss der Hütte steht. Wir können jetzt Ziegelsteine schon machen. Wir können Tontöpfe machen. Aber wir müssen jetzt, abgesehen von der Hütte, definitiv Augenmerk auf Lebensmittel und vor allen Dingen Kleidung legen, weil der Herbst und der Winter kommt mit Sicherheit. Das lässt sich nicht vermeiden. Das heißt, wir gehen jetzt mal hier drauf. Hier geht aber immer noch nur der Sack. Jetzt hat eben ein Zuschauer bei Twitch mir geschrieben, wofür das Ideenfeld hier unten eigentlich auch gut ist. Und zwar kann man ja jetzt hier gucken, was uns fehlt, um Kleidung freizuschalten. Also hier die Sackleinenhose und das Sackleinenhemd. Dafür fehlt uns im Prinzip eigentlich nur ein Sack. Ein Sack fehlt uns. Also das heißt, die Säcke, so blöd wie es sich anhört, hier müssen die Säcke produziert werden, damit wir Kleidung freischalten. Und dann sollten wir auch ziemlich zügig sehen, dass wir Kleidung produzieren. Das ist wichtig. Die haben zwar hier ein Unterbötzchen an, ja, aber nicht viel mehr und es wird ja definitiv nicht wärmer. Auch hier beim Fels abbauen. Das geht viel schneller wie in der Demo, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob sie da nochmal was geändert haben Spielmechanik oder nicht Spielmechanik, an der Geschwindigkeit jetzt zum Release. Early Access Release, wie gesagt. Ja.
Weil die kloppen das doch schon recht zügig jetzt hier zu. Dann müssen wir hier natürlich ein Dach drauf prügeln am besten. Wir könnten jetzt eigentlich parallel schon mal hergehen, wobei wir haben kein Stroh, nicht genug Stroh. Also wir müssen uns auf jeden Fall schon mal darum kümmern, dass wir noch mehr Stroh bekommen. Weil Stroh ist auch gerade zu Anfang hier ein sehr wichtiger Rohstoff. Hier können wir auch nochmal die Beeren wegpflücken, sehe ich gerade. Und die Pilze. Ja, waren das keine Pilze? Ach ne, das sind keine Pilze da an der Wiese. Na gut, egal. Den Kompost haben wir freigeschaltet. Auch der macht später Sinn. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich mich ein bisschen überschlage. Und vielleicht mal wieder langsam in die Spur kommen müsste hier. Sonst geht das nämlich nach hinten los. Jagen. Landwirtschaft. Achso, das soll jagen. Die Schlinge. Wir bauen jetzt hier mal. Hier waren doch vorhin Wildtiere. Hier bauen wir mal eine Schlinge hin. So. Später im Spiel kann man hier Schilder aufstellen, wenn man Arbeitskräfte sucht oder jemand einen Schlafplatz bieten kann, zum Beispiel. Ja, aber wie gesagt, wichtig ist jetzt erstmal Schlafmatte, Klamotten. Die könnten wir jetzt eigentlich auch hier schon mal. Ich bin überlegen, ob wir hier nochmal extra Räume machen. Aber das nimmt immer so viel Platz weg. Das würde jetzt hier nochmal ein ganzes Feld Wand wegnehmen. Ne, wir machen erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann können wir noch 2 Besucher empfangen. Die bringen uns im besten Fall dann halt Geld. Weil die für ihre Übernachtung dann zahlen. Ja, jetzt ist auch schon wieder Freizeit. Das heißt, in der Freizeit kann man eigentlich auch vorspulen, weil die werden jetzt nichts mehr arbeiten, sondern nur noch ihre Arbeit nach. Das ist sehr sinnvoll, YouTube. Also, sie werden nichts mehr arbeiten, sie gehen nur noch ihre Arbeit nach. Mhm, ist klar. Nein, in der Tat. Laufen jetzt hier noch ein bisschen umher, gehen aufs Klo, waschen sich die Finger, trinken einen Schluck, legen sich dann irgendwann hin. Hier oben steht jetzt 4-fache Vorlaufgeschwindigkeit. Und gleich. Ich sehe gerade ein Vorschaubild, ich glaube, mein Bildausschnitt passt gar nicht. Da fehlt doch was. Oh, das ist aber doof. Das müssen wir zur nächsten Folge mal ändern. Jetzt ziehen wir das noch so durch. Also, jetzt liegen sie alle. Jetzt ist es hier auf 12-fach gesprungen. Das könnt ihr aber noch erkennen, so wie ich das sehe. Ja, und jetzt sind wir schon in Tag 3. Die gute Rachel kümmert sich jetzt erstmal ums Kind. Das hat offensichtlich einen Stinger in der Hose. Ja. So, der macht erstmal Feuer. Man sieht auch einen Lichtschein explizit vom Feuer. Das ist auch sehr gut. Hier sieht man auch den Funkenflug vom Feuer, warum man halt darum nichts platzieren sollte, was brennbar ist. So, da oben wird jetzt das Stroh hingebracht, um das Bett zu bauen. Achso, Kleidung. Ja, wir sind 7 Bewohner. Sprich, da würde ich auch... ...3 auf Vorrat machen.
3 auf Vorrat. Dann werden automatisch alle nach und nach ausgerüstet und wir haben immer was, wenn die Kleidung zerschlissen oder verschlissen ist, besser gesagt. Dann. Ja, jetzt haben wir auch das Tierbett freigeschaltet. Also die Tiere, gerade die Hühner, schlafen am Anfang mit in der Hütte. Die bringen zusätzlich noch Wärme in die Hütte. Das hat definitiv dann auch Vorteile. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Also wir haben aktuell eine Aufgabenliste von 144 Aufgaben. Das ist sehr viel. Wir sollten die jetzt erstmal ein bisschen was wegarbeiten lassen. Weil ansonsten, wie gesagt, es gibt halt hier diese Aufgabenliste. Und da steht Bauen immer an erster Stelle, dann kommt Kochen, Ernte, also die Reihenfolge ist festgelegt, wie was erledigt wird. Transportaufgaben stehen halt immer ganz am Ende. Wenn man aber die Jungs und Mädels nie aufräumen lässt, dann sieht es halt irgendwann sehr wüst aus, weil überall was rumliegt, wie man ja jetzt auch schon unschwer erkennen kann. Ist in erster Linie ein optisches Problem, aber ich finde es persönlich trotzdem nicht ganz so toll, um ehrlich zu sein. Deswegen sollte man dann schon nach und nach sehen, dass man das alles einigermaßen ordentlich hinbekommt. So, jetzt tun sie erstmal das Stroh dahin, um die Kleidung zu machen. Zwei Betten haben sie auch schon eingesammelt. Oh Mann, aufgebaut. Ja, Casefront, das ist ähnlich, aber ich glaube, das geht noch mehr in die Tiefe, was Versorgung und so angeht. Also, falls sich jemand wundert, wie immer, links oben steht Live Let's Play. Das hat seinen Grund. Ich nehme das Video auf, während ich auch live bei Twitch bin und kommuniziere auch da gerne zwischendrin mal mit jedem, der gerne auch mit mir kommunizieren möchte. Also sprich, wenn euch das gefällt hier, dann guckt doch gerne auch mal bei mir bei Twitch vorbei. So, der Kleine hat Hunger. Der hat auch Angst im Dunkeln, steht hier. Ja, man kann halt hier noch sehr viele, jetzt haben wir einen Wäschekorb freigeschaltet, weil die schmeißen jetzt auch die Klamotten halt einfach hier hin. Eine Sackleinenmütze haben wir jetzt freigeschaltet, die sollten wir dann auch direkt noch gönnen. Eine Tunika für die Damen. Zack. So, und zack. Ja, es gibt also zu jeder Person hier dann auch ausführliche Informationen. Ich glaube, das habe ich ja in der ersten Folge auch schon mal gezeigt gehabt. Alles Mögliche. Ah, die Klamotten ziehen die erst an, wenn es kalt ist. Ah, okay, gut. Wieder was gelernt. Also, bei Twitch bekommt man schon die erste Hilfe zum Spiel. Obwohl es heute ja auch erst rausgekommen ist. Aber viele haben es anscheinend in der Demo auch schon gezockt. Jetzt zeigt er mir hier... Ach, fehlende Lehm, ich wollte gerade sagen. Gut, Lehm ist immer relativ unkompliziert, weil Lehm gibt es immer am Ufer. Kann man immer und immer und immer und immer wieder abbauen. Zumindest war es in der Demo so. Überall da, wo braune Gebiete sind. Wir können aber auch gleichzeitig hier jetzt wieder Schilf anpflanzen, damit wir da auch wieder Stroh ernten können entsprechend. Hier überall, wo man Schilf wegmacht, würde ich auch sofort wieder was hinmachen. Weil es geht ja darum, dass man auch in Zukunft da wieder was ernten. Anfangs habe ich viel mit Gras gemacht und Grasfelder angelegt und so, erachte ich, aber solange man halt nur Stroh hauptsächlich benötigt, das ist nicht so arg sinnvoll, da ist Schilf etwas einfacher. Wenn es darum geht, dass man Tiere versorgen muss, weil man zum Beispiel das dann hier dreschen muss, um Körner daraus zu kriegen, um die Hühner zu füttern, was dann später kommt, dann macht es wiederum natürlich Sinn. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir noch den Brennofen, da können wir halt Ziegel herstellen. Ich würde da, oh, das kostet natürlich auch immer Lehm. Da machen wir jetzt einfach mal auch von allem einen Satz.
damit auch da was passiert. Da nehme ich mal noch keine Mindestmenge, die ich dahin tue, sage ich mal, weil wir aktuell eigentlich noch keine akute Verwendung dafür haben. So, jetzt hat er da noch ein Bettchen gebaut. Sobald die Schlafmatten dann hier gemacht sind, können wir hier oben die Schlafbereiche abbauen, quasi. Was er noch haben möchte, ist ein Kompost. Erachte ich gerade aktuell auch noch nicht als sinnvoll. Wir haben noch nichts, was wir kompostieren könnten, müssten, sollten. So, hier wird jetzt der Tontopf gebrannt. Der ist dafür da, um Wasser zu speichern, um später zum Beispiel die Felder damit zu bewässern oder halt zur Brandbekämpfung. Brand habe ich in der Demo noch keinen so wirklich gehabt. Eine Müllkippe können wir festlegen, also wo dann wirklich auch Müll gelagert wird. Auch das würde ich so allein vom logischen Denken her natürlich relativ weit entfernt unserer Basis machen. Ich denke, das wäre sinnvoll. Hier habe ich schon mal zwei Steinhaufen platziert. Da werden die Steine, die gesammelt sind, halt gelagert. Ja, und das Problem ist eigentlich, dass wir gerade wieder so viele Aufgaben haben, dass es gerade nicht so richtig vorwärts geht. Ja, jetzt überlege ich gerade, was wir tun. Wir haben 110 Aufgaben. Die in Arbeit sind. Lagerzone, Kleidungslagerzone, Müllkippe. Was haben wir hier noch Neues? Die Bodenmatte, achso, genau, die Bodenmatte kann man hier noch vor die Tür legen quasi. Dann putzen sie sich die Füße ab quasi beim drübergehen. Später braucht man natürlich auch mal Grab, weil die sterben anscheinend auch hier. Das sage ich jetzt mal ganz blöd. Wandfackeln, um einfach Licht in die Bude zu bringen. Lagerung, ja, das baue ich gleich alles so nach und nach, was trocknen muss, in die Hütte rein. Sobald wir da ein Dach drüber haben, Werkzeugregal genauso, wobei Werkzeugregal können wir eigentlich auch außerhalb der Hütte platzieren. Das muss ja nicht unbedingt in der Hütte. Na, wir machen jetzt erstmal die Hütte und machen dann so der Kompost, das Tierbett. Die Tierbetten tut man halt auch hier entsprechend mit ins Haus. Ich denke, die machen wir später hier unten in die Ecke. Wie gesagt, die Tiere, die mit im Haus schlafen, die bringen Wärme. Und Wärme im Haus ist natürlich was Schönes. So, da bringen sie Material für die letzten Betten. Das heißt, die Betten sind gleich alle fertig. Die gute Dame baut jetzt wieder noch eine Wand auf hier unten. Ja, Böden würde ich gleich sogar vorschlagen, dass wir hier. Also Böden muss man auch gucken. Es gibt halt Umgebungen. Also ein Kiesboden drinnen zum Beispiel macht minus 5, draußen ist egal, hat einen Tempobonus von 25. Ein Steinboden drinnen macht ein Plus von 5, draußen ein Plus von 5, hat auch einen Tempobonus von 25. Und ein Erdboden zum Beispiel hätte drinnen ein Minus von 10 und draußen von 0. Das heißt, nach aktuellem Stand müssten wir hier eigentlich einen Steinboden reinhämmern, aber der braucht natürlich wieder Fels ohne Ende. Auf den Boden innen würde ich auch jetzt erstmal in der Hinsicht verzichten, da jetzt gar keinen allzu großen Wert drauf legen. So, Stroh brauchen wir schon wieder, meldet er hier oben. Das heißt, Nummer 1 machen wir hier überall wieder Schilf finden, wo wir es weggemacht haben gerade.
Und Nummer 2 tun wir hier Schilf abbauen, damit wir Stroh bekommen. Die Wege werden natürlich logischerweise auch immer weiter, somit die Zeit immer intensiver. Jetzt sehe ich gerade, Lehm haben sie auch schon wieder fertig abgebaut. Okay, wir sind aber fertig mit den Wänden, das heißt, Lehm ist meiner Meinung nach gerade nicht akut, oder? Wir bauen mal lieber hier gerade noch ein bisschen Lehm ab. Ich habe da lieber was auf Vorrat, wobei hier ist auch noch was drin. Hey, Lehm haben wir aktuell genug. Also das ist die Lehmkiste, da wird der Lehm drin gesammelt. Ja, man sieht hier oben flattern die Freischaltungen rein. Also das wird wirklich sehr komplex. So, die sind jetzt alle fertig. Das heißt, hier oben die bauen wir ab. Moment, jetzt muss ich wieder gucken, damit ich das richtig mache. Zerlegen. Nee, einpacken. Nee, wie war das denn? Na gut, man kann es so machen, aber irgendwie ging es auch anders. Auf jeden Fall, die müssen ja jetzt nicht mehr im Freien schlafen. Also gut, Dach haben wir noch keins, aber sie müssen nicht mehr im Freien schlafen. Jetzt könnten wir uns auch mal hier das Dach einblenden lassen. Ist keins mehr da. Ach übrigens, hier oben sieht man noch, man kann sich noch verschiedene Overlays anzeigen lassen. Das wäre jetzt das Wachstums-Overlay, wenn man jetzt Felder angelegt hat. Das Wasser-Overlay, das ist auch, wenn man Felder angelegt hat. Das Dünger-Overlay, das Temperatur-Overlay und dann sieht man, hier ist es ganz schön warm. Ja, 29 Grad Außentemperatur am aktuell. Und das Umgebungsoverlay. Den passen natürlich jetzt nicht hier der Felsen so in der Hütte. Das ist klar, wem gefällt schon Felsen in der Hütte. Und das Wegeoverlay. Also hier sieht man, wo die Hauptbewegungen aktuell stattfinden. Gut, hier runter zum Bumsklo. Ist klar. Ja, und hier auf das X kann man alle Overlays wieder deaktivieren. Damit die Hütte räumen. Da überlege ich auch gerade, wie wir am klügsten vorgehen. Steinhaufen gibt es ja. Gut, wir haben auch noch 57 Transportaufträge. Ja, da überlege ich mir noch was. Also ich denke mal, wir müssen sehen, dass wir die Hütte halt räumen. Dass wir da... Achso, wir können natürlich Folgendes machen. Wir können... jetzt mal ein Dach drauf machen. Und zwar hätten wir die Auswahl zwischen Strohdach, das ist extrem flammbar, oder halt einem Steindach, das ist gar nicht flammbar. Und soll ich gerade mal gucken, kann man das eigentlich auch irgendwie drehen? Ne, kann man nicht. Das würde ich sogar hier mit einem Überhang machen auf jeder Seite. Upp. Das ist quasi auch richtig wie ein Dach ist. So, und jetzt sieht man hier in der Mitte, dass das nicht funktioniert, dass er da kein Dach hin macht, weil da quasi kein, ja, keine Stütze vorhanden ist. Das heißt, wir müssen da eine Wand reinmachen. Machen wir da auch eine Felswand rein oder machen wir da Flechtwand, Flammbarkeit mittel? Lehmwand, gering, Baumstammwand. Da machen wir jetzt eine Lehmwand mal rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 von unten, 2 von oben, 3 von oben, 2 von unten. Da stellen wir jetzt eine Wand rein und dann sieht man, es wird alles blau. Das heißt, das Steindach kann so gebaut werden. Ja, es ist ja eine 2D-Ansicht im Prinzip, das heißt, das Dach ist dann auch eigentlich einfach nur platt in dem Sinne. Aber naja, egal. Irgendwo muss man halt einen Kompromiss machen. So, der fällt jetzt den Baum hier oben, weil er sonst wahrscheinlich mit dem Dach kollidiert, vermute ich. Das kann sehr gut sein, ja. Jetzt haben wir 248 Aufgaben.
Eben wegen dem Dach. Deswegen YouTube, das wird jetzt eine ganze Weile dauern, bis hier wieder was passiert. Würde ich vorschlagen, ich beende die Folge jetzt hier und nehmt euch wieder rein, wenn die Hütte quasi steht und wir die entscheidenden nächsten Schritte machen, beziehungsweise ich euch wieder was Interessantes zeigen kann. Wie immer gilt, wenn euch das gefallen hat, lasst ein Däumchen da, schreibt einen Kommentar, ob ihr mehr davon sehen wollt. Lob, Anregung, Kritik, immer alles gerne gesehen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis dann, YouTube, macht's gut, ciao.